Herzlich willkommen zu unseren Sonntagsgedanken aus Schwelm. Heute sind wir mittendrin, mitten im Verkehr. Läuft im Verkehr etwas verkehrt? Wir feiern unser Miteinander im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese aus Psalm 103. Der Herr ist voll Liebe und Erbarmen, voll Geduld und unendlicher Güte. Er straft uns nicht, wie wir es verdienten. Unsere Untaten zahlt er uns nicht heim. So unermesslich groß wie der Himmel ist seine Güte zu denen, die ihn ehren. So fern der Osten vom Westen liegt, so weit entfernt er die Schuld von uns. Wie ein Vater mit seinen Kindern Erbarmen hat, so hat der Herr Erbarmen mit denen, die ihn ehren. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Guter Gott, gütig und barmherzig bist du und hast unendliche Geduld mit uns und mit allen Menschen. Dafür danken wir dir. Lass uns heute neu hören, wie gütig du bist. Hilf uns, in unserem Alltag mit unseren Mitmenschen liebevoll umzugehen. Amen. Entschuldigung, einen Moment, ich bin gleich wieder da. Ich muss ganz kurz eben. Es gibt schon eine große Rücksichtslosigkeit. Im Straßenverkehr insbesondere. Jeder könnte da seine Geschichte zu beitragen. Muss mal eben. Und wie komme ich jetzt hier vom Parkplatz runter? Das ist wie sonst auch im Straßenverkehr. Es wird gedrängelt, abgedrängt, Überholmanöver, gefährlich. So viele Situationen, mir wird die Vorfahrt genommen, ich denke, Geschichten gibt es genug. Wie kommt es dazu? Und dann die Aggression. Vielleicht liegt es daran, wenn viele Menschen unterwegs sind, wenn eine große Enge herrscht, dass Menschen dann sich unter Druck fühlen. Ich bin in meiner Blase und reagiere viel schneller aggressiv und meine andere sehen mich ja sowieso nicht. Ich könne einfach so handeln. Stress. Im Verkehr scheint irgendetwas verkehrt zu sein. Me first, ich zuerst, so scheint oft das Motto zu sein. Mir selbst ist es noch kürzlich widerfahren. Ich fahre eine Passstraße mit meinem Rennrad hinauf und werde von einem Fahrzeug abgedrängt, sodass ich drohe, den Abhang hinunterzurutschen.
Adrenalin und Noradrenalin suchen sich den Weg durch meine Blutbahnen, der Blutdruck steigt. Und umso mehr, als ich sehe, dass der mich überholende Wagen hinten zwei Fahrräder geladen hat. Der müsste es doch eigentlich besser wissen, so schoss es mir durch den Kopf. Der muss sich doch in solche Situationen hineinversetzen können. Etwa einen Kilometer weiter sehe ich, wie der Fahrzeugführer ein Fahrrad ablehnt. Ich stelle ihn und stelle ihn zur Rede. Er schaut beschämt nach unten und sagt, bitte entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht gesehen. Die Sonne. Schlagartig war mein Ärger verraucht. Er war schneller verraucht, als er gekommen war. Es war eine Situation, in der etwas erklärbar war. Man konnte sich erklären. Aber in so kurzen Szenen, wie wir sie gerade erlebt haben, der Fahrzeugführer ist plötzlich weg. Gelingt das nicht und dann steigt der Puls. Wie so in vielen Bereichen des Lebens. Wenn ich als Radfahrer in Ausnahmefällen einmal nicht einen Radweg benutze, das vorkommt, schimpfen Autofahrer sofort. Aus ihrer Perspektive haben sie hundertprozentig recht. Die meinige ist Glas, Rollsplitt, im Herbst feuchtes Laub oder uneinsehbare Ein- oder Ausfahrten. Jeder hat seine Perspektive. Es käme also auf einen Perspektivwechsel an. Wir alle kennen im wahrsten Sinne des Wortes einen anderen Blickwinkel. Wir kennen sehr deutlich den toten Winkel. Wie oft ist es uns selbst widerfahren, dass wir jemanden nicht wahrgenommen haben? Das passiert. Wir sind alle nur Menschen. Und was wäre jetzt wichtig zu beachten? Ich schaue aber auch darauf, dass vieles gut läuft im Straßenverkehr. Oft nehme ich das ob dieser gerade beschriebenen Extremsituation gar nicht bewusst wahr. Die meisten Menschen verhalten sich nämlich gut und vernünftig. Alles verkehrt im Verkehr. Wenn wir eine Haltung gewinnen, auch das Schöne zu sehen, tut uns das doch allen schon einmal richtig gut. Für mich spielt die Gelassenheit eine große Rolle. Wenn ich versuche, den anderen zu erziehen, erzeugt das nur noch mehr Aggressivität. Auf seine eigenen Rechte zu pochen, bringt ja an der Stelle gar nichts. Und ich kann, wenn ich auf mein Recht poche, nicht zur Entspannung wirklich beitragen. Für mich selbst gilt immer die Regel, dass der Stärkere den Schwächeren achtet. Der Autofahrer, den Radfahrer und Fußgänger, der Radfahrer, den Fußgänger und auch Fußgänger untereinander Rücksicht zu nehmen. Ein gleichmütiger Umgang täte uns allen gut. Was hätte wohl Jesus gesagt? Gut, er kannte die Situation unseres modernen Straßenverkehrs nicht, aber er kannte die Menschen. In guter jüdischer Tradition sagte er, du wirst mit dem Maß gemessen, mit dem du misst. Oder, was siehst du den Splitter im Auge deines Nächsten und den Balken vor deinen eigenen Augen nicht. Ziehe zuerst den Balken von deinen Augen, dann kannst du dich dem Splitter deines Nächsten widmen. Jesus sagt das, um deutlich zu machen, dass wir nicht Splitterrichter sein sollen, dass wir eher barmherzig miteinander umzugehen haben, weil wir auch die Mängel in unserem eigenen Leben allzu gut kennen. Es kommt also auf die Haltung an. Barmherzig mit dem Nächsten umzugehen. Vielleicht widerfährt mir dann ja auch Barmherzigkeit, wenn ich einmal jemanden im toten Winkel habe. Amen. Entschuldigung, hat einen Moment länger gedauert.
Wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.